Hallo miteinander. Heute mal wieder aus der Reihe Klassikerliebe. Ein Titel, der schon bei den meisten wahrscheinlich total in Vergessenheit geraten ist. Oder viele Leute, die jetzt erst in den letzten Jahren so mit dem Hobby angefangen haben, noch gar nicht kennen. Und in meinem Format Klassikerliebe schaue ich ja Spiele an, die einfach mal wieder ins Rampenlicht gelegt werden müssen. Einfach mal zu zeigen, hey, die gibt es auch noch und die waren mal bedeutend, die waren mal irgendwie wichtig. Und die Rede heute ist vom Spiel Elfenland. Und bei dem Titel und bei dem Motiv schaltet nicht gleich ab. Ja? Also es geht jetzt heute nicht um, oh, jetzt ist der Ralf total ausgeflippt, der stellt jetzt das Spiel des Jahres vor oder Kinderspiele oder so. Nee, nee, also ganz, ganz ruhig. Ja? Weil dieses Spiel ist von einem gewissen Alan R. Moon. Und diesen Herrn kennen wir eigentlich ein paar Jahre später durch Zug um Zug. Und Zug um Zug ist ja heute immer noch allseits beliebt, wird immer noch verkauft in verschiedenen Iterationen, so Gelddruckmaschinenmäßig, so wie Siedler von Catan und der Täuber oder so. Und der Herr Moon, der hat praktisch 1998 ein Spiel rausgebracht, das Elfenland hieß. Weil halt 1998 hat man sowas noch gemacht, da war es vielleicht noch eine gute Idee, das so zu nennen und auch mit dieser Grafik und so. Da war Herr der Ringe zum Beispiel noch nicht im Kino draußen, ja, und solche Sachen. Also das hätte vielleicht, wenn das jetzt 2002 oder so rausgekommen wäre, würde das alles ein bisschen anders aussehen. Jedenfalls, ja, es ist Spiel des Jahres geworden, 1998, aber damals gab es ja noch nichts, ja. Jedenfalls, das haben viele Leute damals gespielt und auch gekauft und am Weihnachtsbaum oder so bekommen, was weiß ich. Ich habe das damals auf der Spielemesse in Stuttgart, im Killesberg damals noch, tatsächlich gespielt und ich fand das schon ganz interessant. Und habe das dann aber auch jahrelang jetzt echt vergessen. Das ist halt Kinderspiel, ja, also Elfenland und mit der Grafik und so. Aber das ist halt eine Entscheidung wahrscheinlich vom Verlag gewesen, das so zu designen und schreckt viele ab. Aber das habe ich jetzt mal über die Osterfeiertage mal wieder rausgeholt. Oder genau gesagt hat mir der liebe Dietmar, der hatte aus irgendeinem Grund das Spiel zweimal zu Hause. Manche Leute haben es halt, ne? Die protzen dann. Und da hat mir das eine dann geschenkt. Es fehlen ein paar Steine drin, aber ist egal. Ich habe mir es geschenkt und ich habe es einfach mal wieder auf den Tisch gebracht. Nach all den Jahren. Und ich muss sagen, so snobistisch, wie man halt auch ist und in der heutigen Zeit mit Kickstartern, wo nur Plastikminiaturen drin sind und Stretchgoals und Shit und 60 Seiten Anleitung und so, dieses Spiel ist trotzdem, hat eine gewisse Eleganz, es ist einfach eingängig, es ist schön, es spielt sich flott und es hat trotzdem erfordert von dir so Überlegungen, ein paar komplizierte Entscheidungen, die aber angenehm sind, also eine angenehme Art, dein Gehirn zu beschäftigen, ohne es gleichzeitig irgendwie total zu überfordern. Und das Thema Kinderspiel lasse ich da jetzt nicht so gelten. Das Thema ist halt, wie halt Spiele in den 90er Jahren waren, auch wie die Anleitung aussieht und wie die geschrieben ist und das ganze Motiv. Das ist halt vom Verlag irgendwie, lass uns diesen Kinderstempel drauf tun, was ist ein Spielzeug, es ist ein Brettspiel und darunter leidet das Spiel auch heute noch. Ich weiß, ich habe jetzt mir keine aktuellen Fassungen von dem Spiel angeguckt, ob das jetzt optisch anders aussieht oder so, aber die Fassung, die ich halt habe von damals, von Amigo-Spiele, die sieht halt schon scheiße aus, ne, muss man schon sagen, und ein bisschen abschreckend, wenn man das Thema nicht mag. Aber da ich ja in den 80ern, 90ern aufgewachsen bin, kenne ich diese Optik und fühle mich da auch wohl und erkenne mich da wieder. Hat es ein bisschen was D&D-Vibe-mäßiges. Aber das Spiel an sich, wie das funktioniert mit den Karten und den Reisenplanen und dann umführen und dann die Städtepöppel da einzusetzen, das ist immer noch recht cool, funktioniert immer noch eigentlich recht klasse und deswegen müssen wir das Spiel einfach mal wieder anschauen, weil ich könnte mir vorstellen, da gibt es viele Leute, die sich dafür interessieren und das gerne spielen wollen. Und auch das paar Jahre später erschienene Zug um Zug macht eigentlich auch nicht viel anders. Also gut, ein bisschen geht es ein bisschen in andere Richtung, aber auch hier planst du Reisen, Zugelemente von A nach B, kriegst du dann Punkte für die Strecke und so. Da hat der Herr Moon im Prinzip sein eigenes Spiel nochmal kopiert. Mit einer anderen Thematik draus, nicht so ein kitschiges Fantasy-Thema und siehe da, wuff, es wird auch heute noch gespielt. Während Elfenland irgendwie so ein Dasein im Spielwarenladen fristet, wo es eigentlich jetzt nicht unbedingt sein müsste. Würde das Spiel heute rauskommen, klar wäre es ein leichtes Einsteigerspiel oder ein Familienspiel oder ein ganz leichtes Kennerspiel, je nachdem was für Regelset man mitnimmt, aber es würde definitiv anders aussehen, wäre anders designt, ne? Aber nichtsdestotrotz, unter der Haube ist es echt ein cooles Spiel und deswegen, gegen das Vergessen und weil wir ja Klassiker auch lieben, zeige ich euch jetzt mal das Spiel nochmal ein bisschen genauer, wie das eigentlich funktioniert. Auf geht's, ab ins Elfenland. So, hier haben wir mal die erwähnte
Schachtel von Elfenland und das ist so richtig Spielwarenladen, ja, Fedes oder sowas, ein Amigo-Spiele-Cover und so sahen ja Brettspiele damals aus. Ne? Deswegen hat man sie auch in die Spielwarenläden getan. Und das Cover, das, unter dem leidet das Spiel ja im Prinzip heute noch, das sehen Eltern, das sehen Kinder, das sehen Jugendliche oder das sehen Expertenspieler und sagen, Kinderspiel an Weihnachten mit der Oma. Ne? Und das tut dem Spiel halt natürlich nicht gut und wird ihm auch nicht gerecht. Wir haben hier trotzdem ab 10, wenn das ein Kinderspiel wäre, Kinderspiele sind so ab 7 normalerweise tituliert, sagt schon ein bisschen was aus, eine Stunde und 2 bis 6 Spieler, alles okay. Ne? Und das ist irgendein Aufkleber von Dietmar, wo drin steht, was er verschlammt hat, unvollständig, ja, okay, aber egal. Jedenfalls, dieses Cover, das ist schon ein Teil des Problems, aber lasst euch davon nicht abschrecken. So. Da geht es gerade weiter mit der Anleitung. Damals in den 90ern, ja, war eine Anleitung noch sowas. Dieses Papier, das ist wie so Löschpapier aus dem Schulheft. Das riecht auch ganz komisch. Und es ist auch so sehr viel Prosa, Fließtext, aber schon auch für damalige Verhältnisse schon recht gut aufgebaut, wie man es macht. Auch mit solchen Spalten da links, wo alles nochmal kurz zusammengefasst ist. Funktioniert immer noch gut. Also voll in Ordnung. Nur halt das Format und die Art des Papiers würde man heute nicht mehr so machen. Ja? So. Aber um was geht es eigentlich in dem Spiel? Im Prinzip würden wir praktisch, wir haben halt junge Elfen, die zur Prüfung praktisch da losziehen und da praktisch die beste Route zusammenstellen müssen, um möglichst viele der Ortschaften zu besuchen. Und man sieht dann halt, die Karte besteht aus verschiedenen Bereichen, nämlich Wälder, Wüsten, Flüsse, Berge und so sich Sachen. Ne? Wir starten alle mit unserem Elfenstiefel hier in Elvenhold in der großen Stadt. Und die Idee ist jetzt praktisch von dort aus so gute Routen zu planen und Verkehrsmittel zu benutzen, dass man seine Steine in seiner Farbe einsammelt und möglichst einen Bogen schlägt, um das ganze Spiel dann, das geht über 4 Runden, ja, man macht das Ganze 4-mal, wer dann am Ende am meisten Sachen eingesammelt hat oder mit einer Variante wieder in der Hauptstadt zurück ist, der gewinnt das Spiel. So mal grundsätzlich. Und das ist etwas, das kann man auch seiner Oma erklären oder den Kindern, das ist schon richtig. Aber jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte. Eine Runde besteht nämlich immer daraus, dass man erstmal vom allgemeinen Stapel hier Reisekarten ausbeteilt bekommt. Und Reisekarten sehen im Prinzip so aus: Die werden einfach willkürlich verteilt. Du bekommst 8 Stück und da steht dann halt drauf, mit welchen Fahrzeugen oder Vehikel oder sowas oder Tieren du denn reisen darfst. Und man sieht schon an diesen Symbolen, das ist auch damals schon, ja, also Linkshänder, Rechtshänder, Optik, ne, links und rechts, also egal wie man es aufstecken will, schon cool gemacht. Ein paar Tiere oder Gefährte dürfen nur in bestimmten Landschaftstypen reisen, dieser Windwagen hier zum Beispiel. Nur in der Ebene, nur im Wald oder im Gebirge. Aber wenn es im Gebirge macht, dann brauchst du die Karte 2-mal. So ist das praktisch zu lesen. Der Typ hier mit seinem Karren, der ist sehr universell einsetzbar, kann sogar durch die Wüste gehen und das Gebirge. Er bräuchte dann zwei von diesen Karten. Und die muss man erstmal haben. Das Einhorn, das geht gar nicht hier durch die Ebene, weil das darf ja nicht gesehen werden im Wald. Ich habe hier Floße, ich habe hier Drachen, mit denen kann ich rumfliegen. Ne? Und weil das ja ein bisschen unübersichtlich ist, gibt es für jeden Spieler auch so eine Art Übersichtskarte, wo alles nochmal so tabellarisch drauf ist. Das würdest du heute auch nicht mehr so designen, vielleicht, ja? Rein optisch jetzt. Hier steht halt drauf, welches Gefährt braucht wie viele Karten in welchem Geländetyp oder manche Geländetype werden ja gar nicht unterstützt. Ja? Das hat man dann praktisch und dann weiß man, welche Art von Karten auf der Hand ist, mit denen muss man jetzt in der Runde was machen. Und dann geht man sozusagen mal Fortbewegungsmittel einkaufen, aussuchen. Und da hat man jetzt entweder die Wahl, hier aus diesem allgemeinen Pool hier welche rauszunehmen, die verdeckten hier, man weiß nicht, was man bekommt, oder es ist hier eine Auslage von 5 Chips da, die sind zufällig gezogen, da darf man sich einen nehmen und es wird sofort aufgefüllt. Und mit diesen Chips, ich habe jetzt hier schon mal 4 Stück gezogen, man hat nämlich auch 4 dann am Anfang. Einer ist verdeckt, den sehen die anderen Spieler nicht und 3 sind offen, sodass man da hier sinistere Pläne machen kann. Man würde praktisch die Route planen und zwar man schaut sich halt seine Karten an und hat dann diese Chips genommen und man ist dann dran und Schritt 2 ist, Schritt 4, Entschuldigung, also der Schritt 1 ist ja Karten nehmen, Schritt 2 ist ein verdecktes Transportmittel ziehen, Schritt 3 ist weitere Transportmittel ziehen, bis man halt 4 Stück hat.
Und jetzt kommt der vierte Schritt, ist praktisch Planen der Reiseroute. Und da geht es jetzt schon los mit dem Kniff. Ich würde jetzt praktisch hier mit meinem lilanen Stiefel, ich bin Spieler Lila meinetwegen, würde hier sagen, ich würde von Elvenhold gerne nach Lafayla, die Elfensprache halt, Feodor, da gibt es so eine Schokolade, die heißt so Feodora. Ich würde gerne auf dieser Straße mit einem Windwagen nach Lafayla fahren, weil ich weiß, das wissen die anderen nicht, ich habe eine Karte, da steht über eine Ebene mit dem Windwagen eine Karte, ah, cool, dann ist es da hingelegt. Jetzt kommt der nächste Spieler dran. Und er macht das Gleiche für sich. Aber er kann jetzt diese Straße nicht mehr verplanen, weil da ist ja schon ein Ding drauf, nämlich ein Windwagen. Und auch der rote Spieler könnte diesen Chip, der eigentlich meiner war, für sich benutzen. Und zwar, ja, die Strecke ist als Windwagen tituliert. Und wenn der rote Spieler hier halt auch Karten hat und hat einen Windwagen, dann könnte er, aha, das ist gut zu wissen, dann plane ich mal meine Route und schnorre dem seinen Chip und nehme den mit. Dann geht es weiter und er legt dann meinetwegen auch irgendwas hin. Er hat nur ein Einhorn-Chip jetzt hier. Da könnte er zum Beispiel das nicht machen, weil Einhörner, ne, haben wir ja aufgepasst, die laufen nicht in der Ebene rum. Ja, er könnte hier durch den Wald da oben hinreiten, meinetwegen. Dann würde er das hinlegen und hat nachher eine Einhornkarte irgendwo in seiner Hand, hoffentlich. Genau. Ein Wald, Einhorn und so weiter und so fort. Und so verplanen wir alle unsere Chips. Ich fahre jetzt mal da runter, um euch was zu zeigen. Genau, der läuft dann da runter, das ist auch wieder Ebene. Dann bin ich da und dann fahre ich mit dem Schiff da nachher darüber. Dann bin ich in Yaksaxa und durchs Gebirge fliege ich mit dem Drachen so. Ne? Das ist der lilane Spieler, der hat jetzt mal seine Chips verplant und das macht man ja abwechselnd, so dass man seine eigenen Routen mit denen der anderen Leute ergänzen kann, sozusagen. Kleiner Einschub, für das erweiterte Spiel. Ich kann auch Hindernisse in das Spiel bauen. Also statt eines Transportmittels darf ich auch ein Hindernis auf eine Straße legen. Ganzes Spiel. Ja. Und auf der Straße, das bewirkt dann halt, dass Transportmittel eine weitere gleiche Reisekarte ausgespielt werden muss. Das ist nicht so geil, ne? Aber wenn ich jetzt das praktisch da hinlege, dann könnte ich sagen, ja, du musst jetzt zwei Windwagenkarten spielen. So ist praktisch die Interaktion, wenn man ein bisschen gemein sein will. Man kann aber das auch weglassen. Ich wollte es jetzt nur mal erwähnt haben, dass es das gibt. So, nachdem das jetzt jeder gemacht hat, werden die Elfenstiefel tatsächlich gezogen. Und das auch abwechselnd. Ne? Jeder bezahlt jetzt praktisch die Bewegungen, die er machen will. Mit meinem lilanen Stiefel möchte ich hier mit dem Windwagen nach Lafaya Dingsbo fahren. Zahl eine Karte hier, wusch, bezahlt es hier. Abgeschmissen, bin angekommen, krieg diesen Stöpsel hier, nehme ich weg und habe damit diese Stadt besucht. Rote Spieler macht auch irgendwas, der geht darüber, zahlt eine Einhornkarte und nimmt seinen roten Chip oder so, mal als Beispiel. Und jetzt bin ich wieder Lila dran. Lila hatte vor, das da zu machen, zahlt diesen Typen auch wieder über die Ebene, läuft hier runter mit seinem Elfenstiefel, ist in Wirst, zweiter Chip weg, coole Sache. So, und jetzt möchte er den Fluss benutzen und einen Fluss. Den plant man in dem Spiel nicht mit irgendwelchen Chips oder so, sondern man muss halt eine Floßkarte haben. Und die sagt halt auch, fährst du auf dem Fluss, brauchst du eine. Fährst du übers Meer drüber oder über einen See, also das da im Prinzip, müsste ich zwei abschmeißen. Und das muss ich nicht einplanen, das mache ich einfach, wenn ich dran bin. Und das mache ich nämlich jetzt. Ich spiele nämlich die Karte und dann würde ich mit meinem Stiefel den Fluss entlang fahren nach Jaxa. Dritter Chip. Und weil es gut lief und ich habe ja vorhin da noch einen Drachen aufs Gebirge gelegt, ich habe auch eine Drachenkarte. Im Gebirge brauche ich einen Drachen, dann fliege ich auf dem Rücken eines Drachens nach Madavikya. Schön. Und habe jetzt in diesem Zug, bin jetzt fertig, habe ja nichts mehr, also es gibt auch keine Chips mehr, die hier liegen, außer ein anderer Spieler hätte vielleicht noch eine hingelegt. Habe ich jetzt in dieser einen Runde vier so Städtechips eingesammelt und das war's für mich. Meine restlichen Karten. Die habe ich jetzt nicht verbraucht, der Drache muss noch weg. Die würde ich jetzt behalten und würde meine Hand wieder auf 8 auffüllen. Und einen Chip, falls ich nicht alle meine Chips verbraucht hätte, dürfte ich einen behalten, in die nächste Runde retten. Ansonsten wird wieder frisch gezogen von da oben, aufgefüllt. Jemand anders wird Startspieler und wir würden Runde 2 einläuten. Und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Das macht man praktisch 4 Runden lang. Ah, man startet nicht immer in Eldenhall, logischerweise, sondern es geht da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich würde jetzt in meiner nächsten Runde gucken, dass ich irgendwie hier weiter wandere und da runter und da hoch und dann zack, 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 zack.
Und wer am Ende vom Spiel halt am meisten Städte besucht hat, durch diese Logik, das geht nur, wenn du auch andere Leute ihre Routen mit benutzt, logischerweise, das bleibt ja liegen, das Zeugs wird nicht abgeräumt, dann schaffst du das auch. Und das kann man zu sechst spielen. Also da ist einiges los nachher auf dem Spielbrett. Ich spiele das hier meistens so zu dritt, ne? Dann ist das echt ein feines Spiel und es erfordert Planung, es erfordert die Auswahl der richtigen Chips und man muss auch gucken, was andere Spieler machen. Ja? Wie legen die ihre Routen hin? Warum nehmen die diesen Chip? Haben die diese Karte? Oh, dann plane ich mal, der ist jetzt mit seinem Stiefel da oben, der wird wahrscheinlich jetzt demnächst durchs Gebirge gehen. Hoffentlich legt er eine Wolke hin, dann habe ich nämlich auch eine, dann kann ich spielen und so. Oder man blockiert praktisch andere Routen von anderen Leuten, dass die den Umweg fahren müssen. Und das ist schon. Erfordert einen gewissen planerischen Skill, aber klar, wir reden hier nicht von einem Experten- oder einem Vielspielerspiel, aber trotzdem angenehme Entscheidungen in einem schönen Setting, wenn man aufgewachsen ist mit so einer Welt, die halt so aussieht, das sieht aus wie von das schwarze Auge aus dem Regelwerk irgendwas oder die frühen D&D-Sachen haben so ausgesehen, dann ist es wunderbar, wenn man das mal modernisieren würde und ein bisschen Herr der Ringe-Lizenz drauf knallen oder so, dann würden die Leute das auch kaufen, aber ich wollte nur mal zeigen, Elfenland gibt es noch, gibt es immer noch und ist immer noch angenehm, wenn man mal keinen Bock hat, mit Eisenbahnen was rumzumachen oder sowas, sondern auch nicht dem Fantasy-Setting abgeneigt ist. Dann kann man das gerne mal probieren für einen launigen Nachmittag mit einer größeren Zielgruppe, wo man das leicht vermitteln kann, ist es auf jeden Fall gut genug. Und auch klar, kleinere Kinder können das auch spielen, wenn die kapieren, was da passiert, aber wie gesagt, der planerische Aspekt von dem Spiel, der ist nicht zu unterschätzen, überhaupt nicht. Gibt auch noch eine Variante da hinten. Hat irgendjemand Kaffee verspritzt? Ja. Dass man praktisch hier auch noch, es gibt auch noch Ortskarten. Das sind 12 Ortskarten, also alle Orte, die es in dem Spiel gibt, die werden gemischt und verteilt. Und du musst auch am Ende noch an dem Ort da landen, der, von dem du eine Karte hast oder so. Das macht es ein bisschen schwieriger bei der Planung. Du musst am Ende in Runde 4 dann tatsächlich auch noch an einem bestimmten Ort ankommen, was beim normalen Spiel nicht nötig ist. Du läufst einfach so viel, wie du laufen kannst, sammelst so viele Stöpsel ein, wie du kannst und dann ist das Spiel halt aus. Und da kannst du es noch ein bisschen schwerer machen. Also gebt dem Spiel mal eine Chance, wenn ihr generell für solche Reise- und Planungsspiele offen seid. Das ist nicht der schlechteste Kandidat hier und lasst euch nicht von der Optik und dem kindlichen Look abschrecken. Ich sage jetzt nicht, da ist knallharte Planung dahinter, aber es ist schon angenehm anstrengend, mal so als für so einen Spieleabend mit mehreren Sachen kann man das mal für 60 Minuten einschieben. Also gegen das Vergessen, Klassikerliebe, Elfenland. Danke Dietmar für das Rezensionsexemplar.